So, hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten kleinen Waldprojekt für heute. Ist auch das letzte, ich krieg Hunger. Und zwar bin ich gefragt worden, das ist diesmal so ein bisschen eine Antwort auf eine Frage, beziehungsweise so ein paar Anhaltspunkte vielleicht zu einer Frage, nämlich wie sich denn das Laufverhalten mit so einem schweren Stiefel, sowas da, ne? Im Vergleich zu irgendeinem leichten Schuh halt irgendwie ändert. Und auch so ein bisschen möchte ich jetzt einfach darauf eingehen, was haben die denn jetzt nun konkret für tolle Vorteile? Weshalb sollte man sich's antun, mit so einem schweren Stiefel durch die Gegend latschen? Und ja, wo ist der Nachteil? Und die Nachteile, die möchte ich jetzt erstmal so ein bisschen verbal anquatschen. Nämlich, das kann man jetzt nicht so richtig zeigen. Aber wenn man natürlich mit einem leichten Schuh durch die Gegend rennt, dann ist es halt einfach nicht so anstrengend. Ich bin es jetzt gewöhnt, wirklich diese schweren, also zum Beispiel diese schweren Stiefel relativ häufig anzuhaben. Und da gibt es so einen gewissen Trainingseffekt, dass man es gar nicht so sehr merkt, dass man die schweren Dinger anhat. Aber wenn ich dann mal vergleichsweise leichte Sportschlappen anhabe, also irgendwelche Laufschuhe zum Beispiel, also Laufen im Sinne von Rennen, dann merke ich es halt da eben doch, wie leicht normale Schuhe, also insbesondere extra leichte Schuhe halt, was bei Laufschuhen der Fall ist, im Vergleich zu diesen Tretern dann da halt eben doch sind. Und jetzt ist es so, das habe ich mal gelesen, dass 1 Kilo Schuh quasi wirkt auf die Beine beim Laufen, als ja, also jedes Kilo wirkt quasi wie 4 Kilo. Habe ich mal gelesen. Ob das jetzt so genau stimmt, kann ich jetzt nur dahingestellt sein lassen, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht überprüfen. Aber also jeden Fall kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mal eine Zeit lang, als ich gerade so einen sportlichen Moment hatte, der war schnell wieder vorbei, aber als ich den hatte, hatte ich mir mal so Fußmanschetten gekauft, damit man sich quasi von, ich glaube, 1 Kilo haben die gewogen. Und mit denen war halt alles unendlich viel anstrengender. Also irgendwelcher Sport, also ein bisschen rumrennen und so weiter und so fort, bisschen Gymnastik machen, was auch immer. Also genau genommen habe ich damit Kampfsport gemacht, aber tut auch eigentlich nichts zur Sache. Jedenfalls, das war unglaublich viel anstrengender wegen diesem lächerlichen Kilo, was man da quasi um den Knöchel drumherum hatte. Also wirklich, das macht richtig was aus, weil es hängt halt an einem langen Hebel. Gerade wenn man sein Bein zum Beispiel hochheben muss, um irgendwie auf einen hohen Stein zum Beispiel zu steigen oder jemandem an den Kopf zu treten, dann ist das schon erheblich eine Beeinträchtigung. Das macht richtig was aus. Und daran kann man jetzt so vielleicht so ein bisschen ablesen, je schwerer ein Schuh, das merkt man schon wirklich krass, den Unterschied. Eben wegen dem langen Hebel, an dem das Gewicht hängt. Und man wird tatsächlich schneller müde, wenn man eben mit so schweren Tretern rumläuft. Man kann, solange man nur wirklich auf tollen Boden und guten Wegen unterwegs ist, mit leichteren Schuhen tatsächlich einfach länger laufen, ohne dann halt müde und erschöpft zu sein. Das ist, glaube ich, so relativ gut unterschreibbar. Gefällt mir zwar nicht, weil ich ja wirklich ein Fan von den schweren Tretern bin, aber ja, ist eine Tatsache. So, was ich mir jetzt auch noch gedacht habe, ich mache einfach mal einen kleinen Beispiel-Parcours von, na, sagen wir mal, nicht ganz einfachem Gelände im Vergleich, einmal mit Sportschlappen und einmal mit eben meinen schwersten Stiefeln, die ich habe. Natürlich ist es jetzt so, dass ich, ja, ich habe auch schon häufiger in meinem Leben Sportschlappen getragen, aber der große Superathlet, der jetzt irgendwie ninja-mäßig von Baum zu Baum springt, das bin ich auch nicht mit Sportschlappen. Ja? Wer das dann tatsächlich ist, falls er entsprechendes Schuhwerk anhat, für den ist das dann vielleicht noch eher eine Option als jetzt für so einen völligen Orthonormalverbraucher, was die Sportlichkeit angeht, wie mich. Ich möchte jetzt einfach nur spaßeshalber mal ausprobieren. Andererseits muss man halt sagen, ich habe viel Erfahrung mit den schweren Stiefeln und mit denen bewege ich mich schon ziemlich routiniert. Das ist also vielleicht auch wieder das Ergebnis ein wenig verfälschend, ne? Also kein Profi mit Sportschlappen, fast ein Profi im schweren Stiefel, was die Besonderheiten der Fortbewegung mit dem dann angeht. Und dazu möchte ich jetzt einfach, wie gesagt, so ein paar
Szenen in ein bisschen anspruchsvollerem Gelände drehen und hinterher halt eben noch zwei, drei Kommentare abgeben und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Vielleicht ist es ja in irgendeiner Form für irgendjemand nützlich und wenn nicht, habe ich meinen Spaß. Ja, dann machen wir ein Stück hangparallel von der Tanne bis zur Buche. Hangparallel ist in der Realität halt echt oft was, was man dann mal im Gelände irgendwo machen muss. So, und das hier ist jetzt einfach der Versuch durch ein sehr einfaches Waldgelände, also wirklich nicht schwierig, keine großartigen Äste, Wurzeln oder sonst was am Boden, möglichst schnell durchzukommen. Das ist einfach schon jetzt der Fairness halber dafür gedacht, dass man da halt wahrscheinlich mit Sportschlappen schneller durch ist. Ich versuche da jetzt einfach mal, so gut ich das in meiner momentanen Verfassung hinkriege, schnell rüberzukommen bis zu dem Punkt, wo ich winke. Zum Rennen sind solche Stiefel natürlich wirklich nicht geschaffen eigentlich. Aber ja, gibt halt auch Situationen, da muss man dann mal zum Bus. So, was ich jetzt nur sagen und nicht zeigen kann, ist, wenn man viel auf Asphalt läuft und viel meint, ab 1 Kilometer, das ist schon viel, dann ist das, gerade wenn man da noch einen schweren Rucksack auf hat, eine ziemliche Tortur mit so schweren Stiefeln. Das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Das fühlt sich nicht gut an. Ist für den Fuß einfach wahnsinnig unangenehm, denn jetzt im Direktvergleich Sportschlappe und schwerer Stiefel, die haben null Dämpfung. Die Sohle ist ein ganz kleines bisschen gedämpft, aber das merkt man so gut wie gar nicht. Deswegen, wenn man einen gedämpften Boden haben möchte, also einen gedämpften Tritt, der sich einem nicht sofort raufzieht durch das gesamte Bein, ins Knie, in die Hüfte und die Wirbelsäule hoch, dann braucht man gedämpften Boden, schlicht und ergreifend. Es handelt sich hier also wirklich um einen Schuh fürs Gelände. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber Geröll ist ja auch Gelände und da hast du dann ja auch keinen gedämpften Tritt. Ja, aber da ist es halt so, dass man dadurch, dass man ständig irgendwo anders hochsteigt, runtersteigt und so weiter und so fort, sich ohnehin langsam bewegt und vorsichtig. Wer das nicht tut, ist ein bisschen bescheuert. Dafür ist dann doch zu gefährlich, wenn man da mal dumm stürzt oder sonst wie und fällt mit dem Rücken auf irgendeine Steinkante, dann ist man das letzte Mal zu Fuß unterwegs gewesen.
Da würde ich keine Spielchen in diese Richtung spielen. Aber jetzt so auf so einem Waldboden, und es geht hier jetzt um, warum würde so ein Schuh auch im Wald Sinn machen? Das ist jetzt so die Intention, auf die ich hinaus möchte. Dass er für Hochgebirgstouren in Geröll absolut notwendig ist, das steht wirklich nicht zur Debatte. Das wird, glaube ich, niemand, der halbwegs bei Verstand ist, bezweifeln. Für längere solche Touren, jetzt mal eben kurz übers Geröll mit einem kleinen Rucksack auf, das ist ein anderes Thema, aber für so richtig lange Touren, das kann ich wirklich hinten und vorne nicht gutheißen, wenn da jemand sagt, no, ich kann auch das mit leichten Schuhen machen. Ja, das war also die Variante schwerer Stiefel. Jetzt werde ich mal die Stühlchen umziehen und mal versuchen, ob ich vor allen Dingen bei der Hanggeschichte da nicht eventuell sogar mir böse Wehe mache, wenn ich da versuche, das Gleiche mit Sportschlappen hinzukriegen. Werde ich wahrscheinlich noch die Hände zu Hilfe nehmen müssen. Ja, werden wir sehen. Also ihr müsst mir bitte einfach glauben, ich habe mir schon Mühe gegeben, das Ergebnis in beiden Fällen nicht zu verfälschen und da so gut es geht, ohne mich selbst so weit möglich nicht zu gefährden, rauf und runter zu kommen. Also wie gesagt, in beiden Fällen. Was man jetzt eben sagen muss, beziehungsweise was vielleicht aufgefallen ist, hoffe ich, auch wegen der relativ niedrigen Zoomstufe bin ich mir nicht 100% sicher, was man halt mit den Stiefeln kann, ist sich mit der Kante der steifen Sohle so richtig in den Abhang graben, so richtig reinstellen mit Schmackes und dann schaffst du dir quasi selber deine Stufen. Das Risiko, dass man da also abrutscht, sehr gering. Hingegen mit den leichten Schlappen, ja, ich war da glaube ich schneller oben, definitiv. Man hat ein anderes Gefühl für den Boden, man kann den Boden besser spüren. Das ist ermüdender für den Fuß auf die Dauer, wenn man um eben im Gelände unterwegs ist. Es bringt aber auch wieder ein gewisses Maß an Anderssicherheit, als das eben bei der festen Sohle, die einfach alles niedertrampelt, der Fall ist, weil man halt eben den Boden besser spürt unter der Sohle und dann entsprechend sich der Fuß natürlich auch eben selbstverständlich von alleine ein bisschen an den Untergrund anpasst. So ein Fuß ist ja jetzt auch gar nicht ein so dummes Gerät. So im Laufe der Entwicklungsgeschichte von unserem aufrechten Gang ist das doch ein recht hochentwickeltes Teil eigentlich. Problem für mich persönlich, das klappt eine Weile ganz gut. Das macht auch eine Weile Spaß. Aber wenn man wirklich so richtig lange, lange, lange unterwegs ist, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man ist halt unglaublich gut trainiert und hat einen so durchtrainierten Ultrafuß, dass der das lange mitmacht, längere Zeit in unebenem Gelände. Oder man braucht halt eben, wie gesagt, so einen schweren Stiefel. Weil da kann man auch, wenn man müde ist, noch weiterlaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass man hier stolpert und sich dann halt den halben Fuß verrenkt oder den Knöchel bricht oder verstaucht oder sonst irgendwas. Das geht halt viel schneller mit so einer Schlappe, wie ich sie jetzt halt eben entsprechend anhatte. Und außerdem den Halt im Gelände, den halt eben dieser ramm dich in den Boden und du hast eine Stufe-Effekt von den schweren Stiefeln bietet, den hat man halt auch nicht. Ich wäre da jetzt wirklich so gut wie nicht runtergekommen, insbesondere runter ist nämlich schwieriger, wenn ich nicht diese kleine Rutscheinlage gemacht habe, hätte. Und ich weiß nicht, ob man es richtig gesehen hat, mit den schweren Stiefeln habe ich nicht die Hände gebraucht. Ich habe einmal kurz ein bisschen die Hand auch ausgestreckt, weil ich mir halt eben nicht sicher war. Das ist halt so ein Reflex, vielleicht, aber nee, war dann doch nicht notwendig. Also ich bin da so hochgekommen. Und bei den jetzigen Schlappen, da habe ich wirklich das Bedürfnis gehabt, noch die Hände dazu zu nehmen, einfach weil man sich nicht sicher sein kann, ob nicht eventuell der Untergrund unter einem wegrutscht. Weil man steht da ja nicht drin, man steht da nur drauf. Und auch nicht mit so einer großen Fläche vom Schuh, wenn man insbesondere hochgeht. Ansonsten die Technik, den Hang runterzukommen, mit leichten Schuhwerk,
Handwerk ist schon, dass man versucht, möglichst die ganze Sohle aufzusetzen und eben nicht versucht, eine Kante von der festen Sohle in den Berg zu rammen und sich dann damit quasi fest, ja, zu krallen sozusagen. Das funktioniert dann halt eben nicht. Und da hat man dann noch am meisten Rutschhemmung, wenn man möglichst viel Fläche da auf die Fläche bringt. Also möglichst viel Sohle auf den schrägen Hang. Ja. Also bei so Hang rauf und runter, würde ich wieder meine festen Stiefel anziehen wollen, hoch aufgrund der höheren Dynamik und der insgesamt höheren Geschwindigkeit, kann man schon fast sagen, ist man wahrscheinlich schneller und ähnlich sicher, gerade wenn man dann halt noch die Hände zur Hilfe nimmt mit den leichten Schuhen. Hang queren, das ist aber wirklich so ein Knackpunkt. Da traue ich mich fast nicht mit den leichten Schlappen. Also ich probiere es mal aus und hoffe, dass ich mir halt nicht weh mache. Ja, da habe ich jetzt zwei kleine Abrutscherchen gehabt, die nicht beabsichtigt waren. Und ich bin intuitiv fast schon ganz oben angekommen. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt. Ich wollte schon wirklich den Hang möglichst an der steilsten Stelle queren. Aber, Moment, ich habe da ein bisschen Zoom drin. Das braucht man nicht. Das habe ich mich schon fast nicht getraut, weil die einzige Möglichkeit, eben beim Hangqueren auch Stabilität zu bekommen, ist halt, dass man den Fuß möglichst, wenn das der Hang ist, dann auch so aufsetzt und dann halt ganz schräg gestellt läuft. Mehr Beweglichkeit hat man ja, wenn man eben nicht diesen Stiefel anhat. Und das geht dann schon so einigermaßen. Aber eine gewisse Steilheit vom Hang hat man dann halt wirklich immer das Gefühl, man könnte da runterrutschen. Und jetzt kommt noch ein erschwerender Faktor dazu, der beim Hangqueren mit so leichten Schuhen wirklich fatal sein kann, wenn es nass ist. Weil die Rutschfestigkeit ergibt sich halt eben daraus, dass der Boden an sich nicht wegrutscht und man auf dem Boden fest steht. Wenn der Boden jetzt aber nass ist, dann kann das wirklich ganz schnell, ganz böse in die Hose gehen. Und für solche Sachen, da fühle ich mich nicht wohl mit so leichten Schlappen. Ich kann mit den leichten Schlappen, wie gesagt, da noch schön hochrennen. Das macht mir sogar Spaß. Und runter, gut, man muss halt dann ein bisschen rutschen. Und das mit dem Rutschen, das ist jetzt halt auch so ein Knackpunkt, wie ich finde. Weil, wenn man halt sicher im Gelände unterwegs sein will, dann ist Rutschen, Springen, durch die Gegend rollen oder sonstige nicht kontrollierbare, also oder nur sehr schlecht kontrollierbare Bewegungsformen generell einfach keine gute Idee. Man gibt da doch sehr die Kontrolle darüber auf, wie man sich jetzt weiter bewegt und so weiter und so fort. Und deshalb sehr mit Vorsicht zu genießen. Da hinten am Hang, als ich wieder runter bin, ich hoffe, das war noch einigermaßen zu sehen, bin ja auch wieder so ein bisschen gerutscht. Und ja, und da unten liegt jede Menge Holz, wo man sich böse wehtun kann, wenn man dann entsprechend stolpert. Also das hat schon, ist schon nicht so einfach. Und wie gesagt, mit dem schweren Stiefel krallst du dich in den Hang, gerade wenn es so ein Erdhang ist mit ein bisschen Grasbewuchs. Und das funktioniert halt auch bei Regen. Das macht so gut wie fast gar keinen Unterschied. Da kannst du dich richtig reingraben und dann stehst du fest. Auch eben auf Stein haben die einfach aufgrund ihres Profils einen besseren Grip und man kann sich an einzelnen Steinkanten quasi drauf balancieren mit der festen Sohle. Wickelt sich nicht der Fuß um den ganzen Stein, mit der weichen Sohle schon. Das bietet zwar im ersten Moment mal mehr Halt, aber auf die Dauer ist das einfach unglaublich anstrengend für die Füße und das macht es halt lange nicht mit. So, jetzt haben wir noch einen kurzen durch den Waldrenner.
habe den Schal schon ausgezogen, also den Schemek schon ausgezogen. Hi. So, oh, da ist schon wieder ein bisschen Zoom drin. Ah, nein, raus, raus. Jetzt, der Knackpunkt bei der Übung, was man dazu noch sagen kann, finde ich, ist halt, es ist einfach unmöglich, lange Strecken mit den schweren Stiefeln durch den Wald zu rennen. Kannst du vergessen, das geht nicht. Das kannst du mal 200, 300, 400 Meter machen. So leichtes Joggingartig mag es vielleicht auch mal über einen Kilometer gehen, aber dann, das ist grauenvoll, das macht keinen Spaß, ich habe es ausprobiert, ich sollte mal unbedingt mit joggen, hatte keine Laufschuhe und musste dann mit den Stiefeln hinterher rennen und nee, und das auf noch vergleichsweise gut geeigneten Boden für sowas. Aber auch bei dieser Disziplin haben jetzt die schweren Stiefel einen Vorteil, nämlich, wenn man so durch den Wald rennt, schnell, also halbwegs schnell, schneller bin ich halt nicht, und dann tritt man, weil man kann man nicht so sehr auf den Untergrund achten, auf irgendeinen verborgenen fiesen Ast, der zum Beispiel ein kleines abstehendes Stück direkt nach oben hat, ein dünnes. Noch festes Holz, schön nix morsch und so weiter, schön hart. Und da trittst du drauf mit dieser weichen Sohle, die da entsprechend nachgibt. Das tut weh. Da kann man sich auch böse wirklich richtig böse verletzen. Und dass man da dann bei sowas auch stolpert, stehen die Chancen auch relativ gut. Hingegen mit dem schweren Stiefel und der festen Sohle, da trampelt man halt alles nieder. Tritt man auf irgendwas völlig Unebenes, was einen aus dem Gleichgewicht bringen würde, wo sich halt normalerweise die Sohle drum wickelt, dann trampelst du es nieder. Also vielleicht kommst du aus dem Schritt, vielleicht stolperst du ein bisschen. Aber was auf keinen Fall passieren kann, ist, dass man sich quasi den Fuß aufspießt, indem man auf einen Ast tritt. Das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Man kann nicht umknicken. Also so gut wie nicht. Bei so einer Rennaktion vielleicht noch am ehesten. Aber auch da ist es super unwahrscheinlich. Man ist halt insgesamt ein bisschen langsamer. Und dass man ein bisschen in Stolpern kommt und in Strudeln und so weiter und so fort, das ist relativ wahrscheinlich, weil man den Untergrund halt eben wieder nicht fühlt. Also es ist ein Für und ein Wider. Es ist so schwer zu sagen, was für so einen schnellen, sagen wir mal, vom Wildschwein wegrennen-Sprint eben jetzt die bessere Schuhwahl ist. Und bevor ich jetzt einen Haufen Kommentare kriege, aber man kann doch gar nicht vom Wildschwein wegrennen. Nein, man kann nicht vom Wildschwein wegrennen. Das Wildschwein ist 50 km/h schnell. So ein Ben in so einem Gelände, weiß nicht, was das war, 20? Ach, was nicht mal. Wenn überhaupt. Also Usain Bolt, der sich als böse wehgetan hat neulich, selbst der kann keinem Wildschwein davonrennen und insbesondere nicht im schwierigen Gelände, weil in so einem Gelände, das ist genau das eben, wo das Wildschwein 50 km/h schnell ist und ein Usain Bolt nicht. Und demzufolge ich ganz bestimmt auch nicht. Also bevor mir jetzt irgendjemand unterstellt, das wäre ernst gemeint gewesen mit dem Wildschwein wegrennen, lasst euch irgendein anderes Szenario einfallen, wo so ein Sprint durch den Wald eine gute Idee ist, wenn der Förster kommt und sagt, du darfst hier aber kein Feuer machen. Okay, ich bin weg. So Rucksack quasi griffbereit nebendran liegen haben. Aufziehen, zack. Die meisten Förster werden da nicht hinterher rennen, weil die sind faul. Nein, nicht wirklich, aber die sind nicht so bescheuert, dass sie wie ein Wahnsinniger durch den Wald rennen. Man könnte natürlich auch versuchen, ein Reh mit einem Speer zu fangen. Also ein Nahkampfspeer, nicht etwa ein Wurfspeer. Mit dieser Technik auch garantiert nicht möglich. eventuell klappt es, wenn ein Nilpferd im Wald unterwegs ist. Aber die sind ja auch wieder schweinegefährlich mit den Hauern, die die im Gebiss, im Maul haben. Oh. Bär, nein, auch zu schnell. Wolf, oh, erst recht zu schnell. Gerade beim Wolf, der einen Verfolgungsreflex hat, ist Wegrennen eine ganz beschissene Idee.
Ihr seht, ich versuche verzweifelt einen Grund zu finden, weshalb man wie ein Verrückter durch den Wald rennen sollte und mir fällt keiner ein. Und das liegt übrigens auch daran, dass gerade jetzt für irgendein Survival-Szenario oder eine langfristige Wildnistour es eigentlich eine bescheuerte Idee ist, wie ein Wahnsinniger durch den Wald zu rennen, weil einfach ein unnötig hohes Verletzungsrisiko dabei entsteht für quasi keinen Nutzen. Also notwendig ist es nicht. Und das ist ja inzwischen schon so ein bisschen mein Motto, wir haben ja Zeit im Wald. Ob wir jetzt da in ein paar Sekunden drüben sind oder in 30, das ist, glaube ich, völlig unerheblich für alles, was man hier draußen so vorhaben kann. Nur wenn die Zombies kommen, dann vielleicht. Wenn die Zombies kommen, wäre möglich. Ja. Sonst, das waren also die einzelnen Dinge, die man mit diesen Schuhen jetzt theoretisch eben so tun kann. Auf ganz weichem Morast- und Moderboden, da ist man dann mit leichten Schuhen auch wieder besser beraten, weil mit den schweren Dingern, da sackt man halt noch mehr ein und tritt sich da so richtig schön fest. Und dann die schweren Teile aus dem Morast wieder rausziehen, das macht auch keinen Spaß. Andererseits sind die in der Regel wasserdicht oder zumindest sehr viel wasserdichter, als das bei fast jedem Halbschuh der Fall ist. Der läuft einem garantiert voll. Jetzt gibt es so ein paar Verrückte, die sagen, na und, macht doch nichts, hab ja halt nasse Füße. Gut, in dem Fall viel Spaß im Morast mit entsprechenden Halbschuhen, das ist dann kein Problem. Und was für Geländetypen gibt es sonst noch? Also Morast, damit fasse ich jetzt Sumpf, Moor, feuchte Wiese mal zusammen. Schnee wiederum, da kommt sehr auf die Konsistenz des Schnees an. Ist der so weich, dass man jedes Mal eh ewig weit einsackt, dann ist es schon scheißegal, was man am Fuß hat. Man sackt ja eh immer ein. Ist es hingegen so harter, vereister Schnee, dann ist wieder elementar wichtig, schönen Stiefel anzuhaben, mit dem man sich mit der festen Sohle so richtig in den Schnee reintreten kann und dann eine kleine Stufe erschafft, mit der man dann deutlich besser vorwärts kommt. Das Rutschrisiko mit so einem leichten Schlappen ist dann schon sehr, 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 sehr hoch, davon mal abgesehen, dass die halt einfach mal nicht warm sind, so gar nicht. Und dann kriegt man über Schnee oben rein und so weiter. Also jemand, der mit Sportschuhen durch den Tiefschnee latscht, das habe ich noch nie gesehen. Außer vielleicht jemand, der total unvorbereitet und wirklich in einer Notsituation oder einfach nur dämlich gewesen ist. Das vielleicht, aber der Schuh der Wahl sollte da klar sein. Und am besten schnallt man sich natürlich noch einen Schneeschuh drunter, je nach Schneesituation. Ja, denn Schneeschuhe oder Steigeisen kann man sich halt auch nur an so einen Stiefel schnallen und nicht an so eine Sportschlappe. Also für die ganz extremen Gebirgslebensräume bzw. nördlichen Lebensräume oder natürlich auch an der Antarktis, da ist es halt auch dann wieder irgendwann Pflicht. Also irgendwann muss man zum Stiefel greifen, da führt dann kein Weg mehr dran vorbei und dann ist es auch so ein Fester. Aber so für uns im heimischen Wald, vielleicht noch ein Entscheidungskriterium. Waldarbeiter, die ich Forstwirte nennen soll, wobei den Begriff Waldarbeiter finde ich auch eigentlich gar nicht schlimm, aber gut, eigentlich heißen sie natürlich Forstwirte, das ist der Ausbildungsberuf, die offizielle Berufsbezeichnung, aber ich bin da noch ein bisschen altmodisch. Aber dann regen sie sich immer auf. Also Forstwirte. Ist auch nicht böse gemeint, wenn ich Waldarbeiter immer mal wieder sage. Hochdekorierte, sehr gut ausgebildete, extrem kompetente Fachkräfte das sind. Naja, und deswegen kennen die sich aus mit Fortbewegung im Wald, weil die machen den ganzen Tag 8 Stunden nichts anderes. Und die haben auch alle keine Sportschlappen an, sondern so richtig schön feste Wanderstiefel. Alternativ Gleichschnittschutz. Stiefel, also so einen richtig tollen, festen Arbeitsstiefel mit Stahlkappe vorne, oder ich weiß nicht, ob das Stahlkappe ist, aber ja, was auch immer. Jedenfalls so ein richtig heftiges, fettes, festes Teil und das tragen die auch gerne, weil die wissen wieso. Und die meisten Betriebsunfälle, die es derzeit noch so gibt in Forstbetrieben, wo halt eben die Menschen richtig schön den ganzen Tag im Wald rumlaufen, also mehr Zeit im Wald verbringen als jeder von uns, da sind die meisten Unfälle immer noch trotz entsprechend festem Schuhwerk, dass sie halt dann doch mal irgendwo runterrutschen und mal stolpern oder sonst wo drüber fliegen, weil so hundertprozentiger Schutz ist es halt dann eben doch nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass diese Unfallstatistik noch erheblich höher wäre, würden alle in leichten Schuhen rumlatschen.
Aber jetzt, bevor ich jetzt wirklich die Vertreter der leichten Schuhfraktion völlig verärgert habe, also erstens habe ich auch ein paar Vorteile genannt und zweitens habe ich auch gesagt, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal betonen, es ist auch eine Frage des Trainings. Wenn man einen wirklich super durchtrainierten Fuß hat, der sowas gewöhnt ist, oder vielleicht auch jemand ist, der wirklich problemlos mit diesen Barfußschuhen durch die Gegend latschen kann und hat wirklich überhaupt keine degenerierte Fußmuskulatur, wie die meisten Zivilisationsmenschen inklusive mir, besitzt, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Fall. Aber wenn man jetzt einen Anfänger einfach in den Wald schickt, der weder Erfahrung mit schwerem Schuhweg, der keine Walderfahrung hat und auch keinen super durchtrainierten Ultrafuß, der sich jeder Situation anpasst, dann ist halt wirklich definitiv zu dessen Sicherheit erstmal so ein fetter Stiefel die bessere Wahl. Da braucht man auch ein Weilchen, bis man sich eben an das Laufen mit dem Ding gewöhnt hat. Gerade auch einfach beim Hang ist das eine ganz andere Lauftechnik, schlicht und ergreifend auch. In der Ebene nicht so. Und was auch sehr gewöhnungsbedürftig eben halt ist bei den schweren Stiefeln, wenn man zum ersten Mal damit rumrennt, dass diese Sohle halt sich nicht abrollt. Ne? Also meine Sportschlappe hier kann man entsprechend biegen. Das geht halt gar nicht im Stiefel. Null. Da bewegt sich kein Millimeter. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt absichtlich eben meine Kategorie C, also Steigeisen, fester Hochgebirgs-Monsterstiefel, genommen. Selbstverständlich gibt es da auch noch ein Zwischending. Zum Beispiel gerade für den Alltag, so bisschen Gelände, bisschen Asphalt, bisschen sonst wo rumlaufen, man weiß nie so genau, was kommt. So einen Alltag, da habe ich gerne leichte Stiefel, also A-Stiefel. Es sind schon Stiefel, die stabilisieren den Knöchel schon ein wenig, aber die haben noch eine flexible Sohle. Die ist zwar deutlich starrer als bei so einem Halbschuh und gerade so einem Sportschuh, aber für so den Alltag finde ich das eigentlich ziemlich optimal. Also man kann auch mal wirklich gut Stückchen Querwald einlaufen, Querfeld einlaufen, wasserdicht sind sie auch, wenn man mal zwischendrin mal durch die eine oder andere Pfütze will und so weiter und so fort. Und wenn man halt eine Zeit lang auf Asphalt unterwegs ist, dann tut das einem auch nicht weh, sage ich jetzt mal. Über längere Strecken wäre dann auch wieder so eine schön gedämpfte Sportschuhsohle dann auch eine gute Sache, aber ja, also das vielleicht einfach nochmal in den Raum schmeißen. Es gibt Zwischendinger, ne? Ich möchte jetzt nur die Extrembeispiele quasi hier benennen und das Video ist jetzt doch länger geworden, als ich gedacht habe. Aber das enthält jetzt quasi mehr oder weniger alles, was ich zum Thema Schuh für den Wald sagen kann. Ja, jetzt habt ihr euch genug betüxen lassen und ich habe jetzt Hunger und gehe jetzt irgendwo hin, wo es heißes, fettiges, nicht unbedingt gesundes Zeug gibt. Tschüss.